So, grüß Gott und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Benny Stenurs. So, ich habe mal die Zeit angehalten, denn, ja, mein Blick war eh hier oben links, ne? Was können wir verkaufen, was können wir verkaufen? Ach du Scheiße, es ist August. Es ist Erntezeit. Ja, hier auch. Ja. Hier wird, glaube ich, schon geerntet, kann das sein? Ja. Ernte. Hier wird auch geerntet. Ja. Ja. Jo. Wo war das denn? Jo. Weiß ich nicht. Egal. So, wir ernten. Wir gucken uns gleich die Statistik an. Was ist das? Ach, du heilige Kacke. Das ist noch so eine Sache, die ich erhöhen will. 1500. Komm. Immer mehr. Ich will jetzt immer mehr Brennstoff haben. Denn wir wissen, wie schnell Brennstoffvorräte nach unten gehen. Können wir uns auch nochmal in dem Graphen angucken? War da, 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 da. Feuerholz. Blab, 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 blab. Eindeutig. Ganz eindeutig. Versorgung? Hier, Nahrung. Können wir gleich draufbleiben bei der Nahrung. So, das Ding wird, ja, theoretisch irgendwann zerbröselt. Das hier auch. Wo arbeiten die denn eigentlich gerade noch? Ach, genau, an der Schenke. An der Schenke. Dann könnte man theoretisch das Ding hier nämlich abreißen. Den Medieval Ale Stall. Den kann man dann, weiß ich nicht, vielleicht hier so auf so einen kleinen Marktplatz integrieren. Denn den Marktplatz, den gibt es ja nicht mehr, ne? Ja, genau, da ist er. Den hat man abgeschafft. Also, ihn gibt es noch. Ja, dann kann man nicht mal hier die Brauerei endlich auch, naja, sinnvoll nutzen, möchte ich es mal nennen. Weil bis jetzt, alter Rocken. Ach, scheiße, oh, ey. Schon wieder fast vergessen. Na okay, bis jetzt sind es auch nur 800. Das reicht mir noch nicht. Also ich will als erstes die Bienenstöcke. Und hoffentlich dann auch noch die Hopfensamen. Denn wenn ich Hopfensamen hätte, würde ich hier umstellen auf Warum kann ich kein Bier aus Hopfen herstellen? Für was ist ein Hopfen? Kartoffeln gibt es angeblich auch noch. Gerste, Weizen, Roggen. Hier wird hier geerntet eigentlich? Ja. Ja. Gerste, für was gibt es denn Hopfen? Also Schnaps kann ich nicht aus Hopfen machen oder Bier. Wie man sieht. Für was ist denn dann der Hopfen? Das. Heiliger Knöterich. So, 1600. Das macht also 200. Salz. Handeln. Bienenstöcke. Voila. Baustelle können wir jetzt machen. Fortschicken. Dann weiß ich nicht, für was ich den Hopfen brauche. Dann habe ich den Sinn von Hopfen nicht verstanden. Bei Hopfen essen? Kann ich den Back... Nee, Backofen ist auch Blödsinn. Hier kann ich ihn auch nicht verarbeiten, wa? Nee, Weizenroggen. Ah, wo ist denn so eine Hütte? Da ist eine Hütte. Mehl aus Bla, Met aus Honig, Met. Hier hätte ich übrigens eine Verarbeitung für Met, für Honig. Zucker weiß ich auch mal noch nicht, wie man das herstellt. Nee, also hier brauche ich auch keinen Hopfen. Wohnen denn eigentlich die hier noch? Okay, eine Familie wohnt hier. Alter, die knötern im Obdachlosenheim? Ihr geilen Ratten, ihr. Oder ihr geilen Säuer, nicht Ratten. Ihr geilen Säuer. Schön. Freut mich ein bisschen.
Ah, so. Ist jetzt hier alles raus? Scheint fast so, ne? Können wir hier wieder die Arbeit einstellen. So, kommt, erntet. Erntet, erntet, erntet. Ach, ach, ach. Ist das ein Hochgenuss, wenn man da oben die Zahlen sieht. 5400. Oh, oh. Ich weine gleich. Es ist so schön. So wunderschön. Ist so super schön ist das. Achso, habe ich hier hinten eigentlich schon gerodet? Nicht wirklich, ne? Also ein bisschen, aber nicht viel. Jetzt wird es auf jeden Fall schon wieder weiß. Oh. Ja, ich gucke es mir wieder nicht an. Dann bin ich auch nicht traurig. Hier sind nämlich schon die ersten Dinger wieder weg. Ja, und die nächsten. Und noch mehr. Und leck mich doch am Arsch. So, Kneipe ist fertig. Sehr schön. Einen Gastwirt bitte. Und du machst bitte Alkohol von außer. Rinderbraten und Bier. Alkohol von außerhalb. Nehmen wir den. Dachziegel. Taler und Pfennige. Was will ich denn mit Taler und Pfennigen? Hier, weg. Alkohol von außerhalb. Jetzt müsste der Typ hier... Nee, das ist ein Kind. Hier zu dem Schnapsstall gehen. Ne, steht er da? Aalestall. Oder das Kind geht hin. Das wäre eigentlich Wurst. Aber vorzugsweise der Gastwirt. Da ist er. Drakem arbeitet. Alkohol von außerhalb. Bier aus Gerste. Rinderbraten und Bier. Lammbraten und Bier. Hirschbraten und Bier. Ich verstehe nicht so ganz. Da nimmt sich jemand Bier. Das ist bestimmt der Gastwirt. Okay. Aalestall. So, der knallt jetzt da rein. Zack. 100 Schnaps. Aber was bringt mir das? Was bringt mir das, dass der jetzt Schnaps hinliefert? Also klar, ist eine Schenke, ne? Da verkauft man Bier. Aber mache ich dadurch Geld? Weil ich tippe ja mal eher nicht. Also gut, ich mache ja auch hier kein Geld. Wenn ich die Sachen an Leute weitergebe. Sind wir mal ehrlich. Ich mache hier nirgendwo Geld. Außer ich verkaufe hier tatsächlich was an Händler. Okay, es wird immer noch geerntet. Alles gut. Alles gut. Also, ihr habt, ja, halbwegs plus minus null. Der hat noch ein bisschen plus gemacht. Der hat wieder gute Ernte eingefahren. Der hier, naja, fast die gleiche. Der ist noch am Ernten. Erstaunlich. November, bei minus 8 Grad. Naja. So, hier wird auch noch geerntet. Hier wird überall noch geerntet. Schön. Ja, das sind doch wieder Zahlen. Wir freuen uns mal alle gemeinsam. So, gut. Dann können wir uns jetzt endlich wieder um richtige Projekte widmen. Was war das denn? Okay, jetzt gehen die Dinger tatsächlich ein. Wenn nicht bald jemand kommt. Ja, hier kommt nicht. Hier kommt niemand mehr. Minus 11% Ernte. Also, okay. Kleines bisschen besser. Puh, deutlich schlechter. Kleines bisschen schlechter. Hier wird noch geerntet. Wahnsinn. Schlechter. Okay. Danke. Deutlich schlechter. Also gut, außer das bisschen Kohl bringt uns jetzt hier 1000, nee, oder 400. Aber wahrscheinlich nicht. Hä? Was hat er da geerntet? War das jetzt dein Ernst?
Whatever. Auf jeden Fall haben wir wieder richtig dick Nahrung. Ach so, genau. Ich wollte gucken, wie viel Sand haben wir. Warum kann ich das denn manchmal so verschieben? Ach nee, es geht einfach nur weiter. Wie viel Sand habe ich denn? 57. Okay. Wo ist der gelagert? Silber. Dale. Salz. Da, Sand. Sand, da ist Sand. Da ist der Sand. Guck mal, einer. 45. Ja, und dann dürfte hier wahrscheinlich noch ein bisschen 12 drin sein oder so. Ah, 21. Alles gut. Da ist der Sand. Naja. Scarly ist der Wachsen geworden und arbeitet nun als Hilfsarbeiter. Die Hütte ist abgerissen worden. Sehr gut. Der Old Smokery macht Smoked Meat. Baker. Okay, ich weiß nicht, warum er Bäcker ist. Bleibt auch wieder sein Geheimnis. Genau, aus Venison and Firewood. Was? Verkäufer ist gestorben und hat keine Option gehabt, zu ersetzt zu werden. Okay. Ach, weil wieder Leute gestorben sind hier am Stück. Im Alter. Gut, dann so. Ah, wir gucken nochmal ganz kurz. Vorräte in Heus. Obwohl, wir können ja generell mal hier... generell mal gucken. Venison haben wir 500. Okay. 600. Naja gut, schwankt so ein bisschen. In Häusern. Ja, 2000 Wildfleisch in Häusern. Also wir können definitiv Wildfleisch verarbeiten. Honig haben wir auch noch in Häusern. Roggen haben wir auch in Häusern. Okay. Na gut, wenn sie auch das trockene Roggen fressen. Weizen haben wir übrigens auch in Häusern. Aha. Naja. Okay. Sauerkraut. Skir. Ach nee, wir machen ja Käse. Käse? Ja, 180. Okay. Also, Venison. Können wir auf jeden Fall verarbeiten. No problemo. Lachs. Normalen Lachs haben wir auch noch 468. Kein Salzfisch. Forellen weiß ich nicht. Haben wir auch Forellen? 14, okay, das geht. Aber Lachs können wir auch noch verarbeiten. Lachs. Wie viel macht denn der mehr? 200. Oh, 484 Räucherfisch. Okay. Dann Räucherhütte. Oder Schuppen. Dahin. Bauen wir noch einen zweiten. Verbrauchen wir zwar wieder ein bisschen Feuerholz, aber wir können auch von unseren Lachsvorräten, die wir mehr als genug haben, wie ich sehe, weiter Beekeeper. Barkeeper ich erst gewesen. Alter, jetzt fehlt es mir tatsächlich wieder an Leuten. Ich kann aber auch gerade nichts entbehren. Naja, okay, Beekeeper haben wir halt dann nur erstmal einen. Gut, okay, ein Sammler ist auch gestorben. Nehmen wir mal kurz ein paar Sammler raus. Wildfleisch, sehr gut. Umsatz, gucken. Also, wir machen... Okay, es fehlt an Feuerholz wahrscheinlich. Okay, er macht aus 12 Wildfleisch wahrscheinlich 18. Mal 2 Smoked Meat. Sehr geil. Hat man nicht woanders auch noch Smoked Meat? Ne, er macht Roast und er macht Dried Meat. Okay, Smoked Meat haben wir noch nicht. Naja, ist egal. Hauptsache fetzt und gibt richtig Proteine. Sehr schön. Hier wurde gefällt. Steht noch irgendwas zu essen rum. Jetzt haben wir erstmal 684. Ach, hier hinten wird noch gefällt, alles klar. Sehr schön. Ein Glas haben wir. Brauchen wir nicht. Karren brauchen wir nicht.
Ja, gut, ihr seid sowieso erstmal außer Gefecht. Dich brauchen wir auch nicht. Das Ding hier, ja. Okay, Artefakt. Wie fahren wir davon übrig? Null. Achso, in Häusern, in Lagern. 66. Wir brauchen 240. Gerade mal die Hälfte jetzt geschafft. Und schön. So, geräucherter Lachs, richtig. Dazu brauchen wir längst noch einen Bauern. Zack, 46 Bauern wieder. Weil die machen auch ganz gut Umsatz. 548 dieses Jahr. Ja, ja. Wenn es halt mal durchgehend mit Brennstoff oder mit Feuerholz alles ist, ne? Dann funzt das auch ordentlich. Eschelweihe wurde eingeschult. Ah, ein Jäger ist tot. Ein Jäger ist tot. Ein Jägermann ist tot. Ja, jetzt kann ich wieder ein bisschen freudiger durch die Gegend zoomen und schreiten. Warum hier auch zwei arbeiten, weiß auch nur der liebe Gott. Naja, egal. Sie machen ja gut Geld. Alter, ich habe 180 Felle. Kuhfelle. Ach nee, Quatsch. Leder. 61 Leder habe ich übrig. Pelze 27, Pelzmäntel. Okay, 10. 79. Achso, weil ich ja Limit 75 habe. Ja, ja. Dann müssten wir ja Rentierfälle noch 24. Okay. Ist auch krass. Da bin ich am Anfang nicht mehr zurechtgekommen. Mit der Kleidung. Und jetzt schwimme ich in Kleidung. Jetzt geht es übrigens wieder los, dass die Werkzeuge langsam weniger werden. Oh, warum? Ah, ihr habt da alle eine Meise, wirklich. So, du produzierst was? 180 Holzkohle. Das reicht auch vorne und hinten wieder nicht, ne? Du hast 20 Eisenschwamm. Ach, weil ich hier auch Holzkohle immer brauche, ne? Ja, wir brauchen definitiv einen zweiten Holzkohle. Oder einen Köder hier. Köder. Och, da will ich... Ich will aber nicht den Dings abreißen. Den Baum. So. Kommt der Köder da hinten hin. Wobei. Was hätte ich hier noch? Nee. Dann definitiv noch einen zweiten Köder. Denn die brauchen ja alle Holzkohle hier. Warum die nicht mit normaler Kohle arbeiten können? Unfassbar. So, zack. Und. Achso, ich habe keinen freien Arbeiter. Mann. Gut, dann nehmen wir noch einen Jäger weg. Machen noch einen Köder rein. Verbrauchen wir noch mehr Feuerholz. Naja. So, Produktion. Verbraucht. 1 year. Holz. Verbraucht 428. Produziert. Okay, das macht einfach gar keinen Sinn, diese Übersichten. Okay. Also, in diesem Jahr plus Steine, gut, haben wir nicht produziert, Eisen, Holzkohle will ich wissen, 192, ja gut, dass wir das alles verbrauchen, ist mir klar, und das hier unten brauchen wir alles nicht, Salz, wir haben dieses Jahr 2 Salz verbraucht, was? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. 2 Salz haben wir verbraucht. Okay. Textilien. Machen wir plus Erz. Gut, okay, wo auch immer. Achso, ja, stimmt, wir haben welche abgebaut. Ich wollte gerade sagen, wo auch immer ich schon wieder Erze plus gemacht habe. 2 Kleidung habe ich nur verbraucht. 1 Werkzeug.
Ach, okay. Jetzt ist gerade das neue Jahr, hat gerade begonnen. Das ist das letzte Jahr. Okay. Ah, okay. 94 verbraucht, 84 produziert. Da haben wir doch die Sachen. Kleidung habe ich sogar Minus gemacht. Eisen. Brennstoff haben wir sogar Plus gemacht. 400, sehr gut. Nahrung haben wir schon wieder 6500 Plus. Gut, jetzt sieht man es auch. Gut, Kräuter haben wir ein bisschen Minus gemacht. Geht tatsächlich auch zurück. Kleidung Minus. Erz haben wir sogar Plus. Textilien haben wir mehr als Plus. Seit 272 haben wir verbraucht. Ah, okay, kommen wir noch ein Jahr mit aus. Bevor wir die Salzmine wieder anschmeißen müssen. Allerdings, ihr seht, es fehlt jetzt schon wieder deutlichst an Arbeitern. Und es fehlen und fehlen und fehlen immer mehr. Ja, das ist jetzt halt genau die Krise, die kommen wird. Ich könnte natürlich einfach ein Feld jetzt mal hier dieses Jahr nicht bewirtschaften. Beispielsweise, wie machen wir das Roggenfeld dieses Jahr aus? So, dann kann man hier erstmal wieder die ganzen Stellen besetzen. Es fehlen immer noch welche. Wobei, wir machen es mal. Komm. 1, 2, 3. So, machen wir es so. Dann machen wir jetzt erstmal keinen Roggen. Weil Roggen wird... also entweder roh gebraucht oder hier zum Schnaps brennen. Und Schnaps bin ich am Limit. Also brauchen wir nicht. 123 Schnaps. Ja. Alles gut. Dann können wir Roggen erstmal einstellen. Ein Jahr lang. Oh, Äpfel sehen ganz gut aus dieses Jahr. Ja, da sind die roten Äpfelchen. Selbst im März sind sie schon rot. Sehen doch gut aus. So, Birnenbäume. Walnüsse. Sehen aber alle gut aus. Könnte ein schönes Jahr werden. So, Gräber sind wieder voll, ne? Ja, alle voll. Alle voll und... jawohl, alle voll. Komplett der ganze Friedhof ist voll. Das... macht die Bürger auch nicht zufrieden. Oder glücklich. Was macht denn eigentlich der Bauarbeiter? Wo ist denn noch unsere Baustelle? Unsere eine... was hatte ich denn noch in Auftrag gegeben? Bauarbeiter. Was sollte der Bauarbeiter nochmal machen? Also eine Baustelle gibt es ja noch. Neben der hier. Aber die habe ich ja schon... die habe ich schon ausgestellt. Bauen. Beziehungsweise, was ist denn noch im Bau? Boah, ganz ehrlich. Was wollte ich denn bauen? Für was brauche ich denn drei Bauarbeiter? Das ist doch auch fertig, ja. Ach, hier der Bienenstock oder was? Ach, du heilige Scheiße. Ja. Da sind sie, die 16 Bienenstöcke. Warum werden die nicht abgeholt? Okay, jetzt ist das Holz weg. Aber jetzt können wir es ja nochmal probieren. Bienenstand. Dahin. Neuer Versuch. Bauarbeiter zuordnen. Jetzt. Zuwanderer. Sehr geil.
Naja, okay, zwei. Hallo. Grüßt euch. Ein Kind namens Beverly wurde geboren. So, Bauarbeiter 2. Ach jetzt. Wunderbar. Gehen eigentlich die Zahlen immer noch runter? Von der Bevölkerung? Ja, jetzt. Wir waren wieder unter 150. Jetzt sind wir knapp dran. Ja, 155 sind wir jetzt wieder. Ja. Hoffe, es geht bald wieder bergauf. Also hier hat man natürlich übertrieben viele Kinder. Es waren ja über 60 Kinder fast. Jetzt sind wir gerade mal bei 36. Also unsere Schule hat ja nicht mal ausgereicht mehr irgendwann. Wie wir ja gesehen haben. Jetzt sind wir gerade mal bei 15 Schülern. Ja, und das große Loch. Es wird kommen. So ein bisschen wie in Deutschland. Obwohl, eigentlich hier geht es sogar schon wieder. Hier, wunderbar. Mit 53 auch nochmal schön geknötert. Eigentlich haben wir genug Häuser. Dass hier immer wieder Jungsche nachziehen können. Nee, das ist kein Haus. Das sind auch keine Häuser. Ein Kaufmann. Salzfisch. Oh, nochmal ein Bienenstock. Schön. Brauche ich aber alles nicht. Danke. Ist hier nicht gerade noch einer? Ich wollte gerade sagen, ist da noch einer lang gefahren. Beim anderen Handelsposten auch gleich einer. Habt ihr jetzt die 16 Bienenstöcke geholt? Stellen wir ihn ein. Vielleicht kann der die ja nur dahin schleppen. Weiß ich ja nicht. Ach, so. Nix unmöglich hier in dem Spiel. Ja, und du hast was? Nix. Nix, nix, nix. Leider nicht für mich. Okay, hier sind 16 Bienenstöcke drin. Ja, na, wir lassen ihn einfach mal wirken. Mal gucken. Werden wir dann in der nächsten Folge erfahren, ob und wer und wann und warum überhaupt und warum nicht hier irgendwann mal die Bienenstöcke aus dem Handelsdock geholt werden und zur Baustelle gebracht werden, damit wir hier einen Bienenstand uns hinzimmern können. Ich weiß nicht, wer es machen soll. Ich mach's nicht. Dazu fehlt mir leider die Macht in diesem Spiel, Leuten Befehle zu geben. Die sind hier tatsächlich alle eigenständig. Komisches Volk. Ja, so, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Bis dahin. Ciao und tschüss.